Ich saß mal im Rollstuhl und ich glaube, viele wissen es gar nicht. Deswegen dachte ich, ich erzähle euch mal die Storytime, wie es dazu kam, dass ich auch laufen komplett neu lernen musste. Ich hatte mit 11 Jahren eine Epiphysenlösung, das ist der Fachausdruck, und zwar hatte ich einen Sportunfall, wo ich auf meine Hüfte gefallen bin. Normalerweise sollte bei sowas Kindern nichts passieren, außer vielleicht einen blauen Fleck, aber ich konnte nach diesem Unfall nicht mehr laufen. Mein Oberschenkelknochen ist nämlich aus meiner Hüfte rausgegangen und so war mein Bein quasi nicht mehr in meiner Hüfte dran. Nach der Untersuchung hat sich herausgestellt, dass ich an einer Epiphysenlösung leide und das ist eine Krankheit, was eigentlich nur Jungs kriegen. Es ist also ziemlich selten, dass Mädchen es überhaupt bekommen könnten. Ich wurde dann auch sofort notoperiert. Und tatsächlich wurde ich auch an beiden Beinen operiert, obwohl ich nur auf ein Bein gefallen bin, weil die Ärzte Angst hatten, dass es bei dem anderen Bein auch passiert. Die OP ging viele Stunden, ich habe auch viel Blut verloren und an beiden Beinen habe ich jetzt riesige Narben. Die Zeit danach war ziemlich schwer, ich saß nämlich danach im Rollstuhl und musste das Laufen komplett neu lernen. Ein halbes Jahr durfte ich meine Beine nicht bewegen und richtig belasten und 2 Jahre lang durfte ich kein bisschen Sport machen.